Dankeschön. Ein Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Eine der Lieblingsspeisen in Österreich, aber natürlich nur, wenn man gerne Fleisch isst. Immer mehr Menschen schränken aber ihren Fleischkonsum ein oder leben überhaupt vegetarisch oder vegan. Deswegen wollen manche Gastronomen auch einen Lehrberuf, der auf fleischloses Kochen setzt. Also weit weg von der klassischen Lehre, die Köchinnen und Köche bisher gemacht haben. Manche junge Menschen wollen mit Fleisch nichts zu tun haben, aber trotzdem gerne kochen. Wird es also eine vegane Kochlehre geben? Johannes Ruprecht war als Heferlgucker unterwegs. Ich esse Fleisch, nur noch Fleisch, niemals Gemüse. Ich esse Fleisch, nur noch Fleisch, niemals Salat. Ich kratz vom Schnitzel die Panade, dafür bin ich mir zu schade. Ich esse Fleisch, nur noch Fleisch. Fleisch oder nicht Fleisch, das ist hier die Frage. Denn beim Streit um die vegane Kochlehre geht es im Kern nicht um das Kochen mit Tofu, Pilzen oder Gemüse, sondern um die Frage, muss ein Koch mit Fleisch arbeiten, damit er sich Koch nennen darf? Es ist nicht notwendig, ein Schweinschnitzel zubereiten zu können. Es ist wichtig für die österreichische Kultur, würde ich jetzt mal sagen, ein Schnitzel zubereiten zu können. Aber ob das jetzt aus Fleisch besteht oder aus einem Stück Gemüse, das macht keinen Unterschied. Das ist unbestritten, der Koch ist ein Koch. Wenn der Lehrberuf Koch heißt, dann gibt es nicht die Möglichkeit, hier ohne Fleisch eine Ausbildung zu machen. Es ist unsere Lebenskultur und um das geht's. Und die kann man nicht verwässern, das geht nicht. Es gibt skurrile Auswüchse, die im Land passieren. Es bekommen Veganer eine Salatplatte mit Ei geliefert als veganes Gericht und Vegetarier im schlimmsten Fall Schinkenfleckerl, weil der Schinken für einen Landgasthauskoch scheinbar nicht als Fleisch zählt. Angestoßen hat die Diskussion Joachim Ivani. Er betreibt das Lokal Erbsenzählerei in Wien mit Schwerpunkt auf Fleischloses und vertritt die grüne Wirtschaft in der Wirtschaftskammer. Für eine vegane Kochlehre sei es höchste Zeit, meint er. Wer kein Fleisch isst, soll es auch nicht angreifen müssen. Für diese Lehre gäbe es viele Interessenten, sagt er. Trotzdem hat es nach seinem Vorstoß in der Branche gebrodelt. Ich war völlig überrascht von den Angstzuständen und von der Panik, die da teilweise verbreitet wurde und die teilweise meine Fachkollegen gehabt haben. Warum? Weil wir ihnen weder Arbeitskräfte noch Gäste noch irgendetwas wegnehmen wollen. Wir wollen junge Menschen die Chance geben, eine Ausbildung zu machen, auch wenn sie nicht Fleisch konsumieren oder mit Fleisch hantieren wollen. Herr Ivani hat sich die Suppe nicht versalzen lassen und ein Konzept erarbeitet. Jetzt könnte die Lehre wirklich kommen. Dazu gleich. Gar nichts damit anfangen kann Spitzenkoch Rudi Obauer. Er betreibt mit seinem Bruder im Salzburger Werfen das bekannte Fünf-Hauben-Lokal Obauer. Die Lehrlinge sollen in der Ausbildung alles lernen, sagt er, und keine Kostverächter sein. Das Berufsbild Koch beinhaltet nicht nur Spaten, sondern allgemein. Weil das ist wie wenn ein Maler sagt, ich mache jetzt eine Malerlehre, aber ich male mit Schwarz, mit Gelb und mit Rot meine ich nicht, dann ist das kein Malerlehre. Dann ist vielleicht ein Handwerker, der was mit vier oder fünf Farben malt. Aber den wird sich keiner bestellen, weil ich will das Ganze. In der Diskussion geht es genauso heiß her wie in der Küche. Und doch ist die vegane Kochlehre nun offenbar angerichtet. Im November entscheidet das Wirtschaftsministerium darüber. Die Chancen stehen gut, hört man aus der Branche, dass die Lehre kommt. Fix ist aber schon jetzt. Die Lehrlinge werden nicht nur vegan, sondern auch vegetarisch ausgebildet und dürfen sich dann nicht als Koch oder Köchin bezeichnen, sondern als Fachkraft für vegetarische und vegane Kulinarik. Eine österreichische Lösung, mit der die Wirtschaftskammer nach einigem Hin und Her einverstanden ist. So auch Mario Pulker, der Obmann in der Kammer, selbst Küchenchef in der Wachau. Er hat am Beginn der Diskussion für Aufregung gesorgt mit seinem Sager: Was bitte sollte ein veganer Koch 3 Jahre lang lernen? Was soll der 3 Jahre lang lernen, bedeutet, wo ist der Lehrinhalt für 3 Jahre? Ja, ich kann nicht sagen, einen Antrag einbringen und sagen, der Fachverband soll sozusagen einen Lehrberuf veganer Koch initiieren und habe auf der anderen Seite aber keine Informationen dazu. Das heißt, ich brauche natürlich für 3 Jahre den Lehrplan. Und das war eigentlich damit gemeint. Ja. Auch wenn inzwischen Unterlagen vorliegen, fehlen ihm noch immer Inhalte und Lehrpläne. Dass die Lehre schon im Herbst 2024 starten kann, wie es die Befürworter hoffen, da zeigt er sich skeptisch. Wie auch bei den Jobchancen in diesem Bereich. Das ist das Thema, das natürlich in erster Linie die Gewerkschaft massiv interessiert, dass man nicht Lehrlinge ausbildet, wo man dann sagt, naja,
du kannst zwar in Wien einen Arbeitsplatz finden, aber in die Bundesländer wirst du sehr schwer tun, weil da gibt es quasi diese Richtung nicht. Ja? Also das ist sozusagen auch der Gedanke, den die Gewerkschaft immer mit uns diskutiert, wann wir neue Lehrberufe machen, weil natürlich auch, wenn ich schon was gelernt habe, die dann auch die Möglichkeit haben muss, dass ich nicht eine Lehre abschließe und in die Arbeitslosigkeit gehe. Ja? Lokale ohne Fleisch sind noch immer die Ausnahme. Rein vegane Lokale gibt es in Österreich 70 bis 100, je nach Quelle. 40 davon alleine in Wien. Daneben existieren 210 vegetarische Lokale. Zum Vergleich, insgesamt gibt es 17.000 Gasthäuser und Restaurants. Ganz anders als Pulka sieht das Sarah Hein. Eine vegane Ausbildung sei so gar nicht das Rezept für die Arbeitslosigkeit. Sie betreibt das Lokal schlicht vegan und kocht ganz allein. Den geeigneten Mitstreiter in der Küche findet sie nicht. Ich hatte jemanden, der kam aber aus einem ganz normalen, gewöhnlichen Betrieb, hat mit allen Produkten gearbeitet. Und es war sehr schwer, jemanden beizubringen, vegan zu kochen, da das Verständnis einfach ein ganz anderes ist und das Umdenken viel zu schwer war, in der kurzen Zeit jemanden all diese Gerichte beizubringen. Die Sorge, dass Köche und Gäste vom Fleisch fallen, ist nicht neu. In den 80er und 90er Jahren eröffnen in Wien die ersten vegetarischen Lokale. Eines der ersten, pikanterweise, direkt am Wiener Fleischmarkt. Ich habe dort die Konzessionsprüfung gemacht. Und nachher sind wir so mit den Prüfern zusammengesessen, Herkommensrat so und so und so. Und die haben dann gefragt, na, was wollen Sie denn für ein Restaurant machen? Oder so. Ich habe gesagt, vegetarisch. Sie haben gesagt, na, sind Sie wahnsinnig? In Wien ein vegetarisches Restaurant? Wahnsinnig oder nicht, die fleischlose Küche ist geblieben. So sehr nun die Diskussion um die vegane Kochlehre aufkocht, es geht auch ohne Lehre. Bestes Beispiel ist Sarah Hein. Sie ist Köchin, musste in der Ausbildung aber kein Fleisch angreifen. Ich habe keine klassische Kochlehre gemacht, sondern ich habe auf der Wirtschaftskammer eine Prüfung abgelegt. Bei dieser Prüfung kann man eben es umgehen, mit Fleisch in der Praxis zu arbeiten, denn die Prüfung besteht nur aus Theorie. Wie verarbeite ich Fisch, welchen Fisch gibt es und lauter solche Sachen. Fragt man eben nur in der Theorie, wird man befragt, aber nicht praxisbezogen. Dieser Trick klappt freilich nur für Erwachsene, die dann selbst ein Lokal eröffnen. 15-jährige Jugendliche müssen weiterhin auf die Lehre warten. Zurück nach Salzburg. Im Hause Obauer können sich die Lehrlinge eine Lehre ohne Fleisch nicht vorstellen. Wenn man aus der Lehre rausgeht, sollte man schon in der Lage sein, eine simple Suppe oder Soße anzusetzen. Und da gar nichts mit Fleisch gearbeitet zu haben, finde ich ein bisschen problematisch. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man alle Aspekte, also auch die Verarbeitung von tierischen Produkten, mitbekommt. Der Trend ist klar. Das Leben ohne Fleisch wird beliebter. 2005 lebten in Österreich 3% vegetarisch, heute sind es 9%. 2% ernähren sich vegan. 35% leben flexitarisch, essen also nur gelegentlich Fleisch. Zwischen Fleischessern und Veganern gehen immer wieder die Emotionen hoch. Chefkoch Obauer ist besorgt. Was nicht sein darf, dass man jetzt da einen Keil reinbringt, dass man sagt, das sind die Guten, das sind die Schlechten, der schickt der Viecher oder was weiß ich was und der schnell reißt die Blume, ohne dass er zuerst anbett hat, das kann nicht sein. Muss also ein Koch mit Fleisch arbeiten, um sich Koch nennen zu dürfen? Die Antwort ist wohl jein. Eine Lehrausbildung ohne Fleisch dürfte nun doch kommen, wenn niemand mehr in die Suppe spuckt. Nur muss man sich dann eben Fachkraft nennen und nicht Koch. Was die Lehrlinge 3 Jahre lang lernen sollen, diese Frage beschäftigt Wirtschaftskämmerer Pulka aber nach wie vor. Sind Sie skeptisch, dass man da 3 Jahre lang genug Lehrinhalt hat? Also skeptisch ist sicher das falsche Wort. Ich lasse mich überraschen, was die Experten hier ausarbeiten werden. Und dann wird man schauen, ob sozusagen genug Fleisch da ist, dass das Ministerium sagt, ja, das geht. Es muss also genug Fleisch da sein, damit aus der fleischlosen Kochausbildung etwas wird.